Wenn es um die Gesundheit unserer Kinder geht, ziehen alle an einem Strang. Deshalb lud der Deutsche Turnerbund in Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum SC Siemens statt, um die Offensive Kinderturnen auszurufen. Diese soll vor allem Kindern mit sonst erschwertem Zugang zu Sport und Bewegung ansprechen, um ihre motorische Entwicklung und soziale Kompetenzen zu fördern. Geladene Gäste waren unter anderem DTB-Präsident Alfons Hölzel, Fußball-Weltmeisterin Mia Künzer und Kerstin Holze, Vorsitzende der Deutschen Turnerjugend. In einer gut einstündigen Pressekonferenz formulierten die Gesprächspartner nicht nur die Ziele der Offensive Kinderturnen, sondern stellten auch die Vielseitigkeit dar, mit der das Turnen unseren Nachwuchs fördern kann. Zugeschaltet per Videobotschaft Johannes B. Kerner, der eigene Turnerfahrung Revue passieren ließ und auf den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern hinwies. Auch Samuel Koch flimmerte über die Leinwand und rief dazu auf, dass jedes Kind eine faire Chance auf Bewegung verdient hat. Und damit es nicht nur bei Worten bleibt, zeigte eine Vielzahl von begeisterten Kindern der geladenen Presse, was Turnen wirklich ausmacht. Spaß an der Bewegung, die eigenen Grenzen zu erforschen, einfach ein gemeinsames Erlebnis. Aber das ist die Umgebung, die ich mir natürlich auch für meine Kinder wünsche, mit viel Herausforderungen, wo die Kinder sich testen können, ihre Grenzen erfahren können. Von daher ist das hier, glaube ich, für die Kinder ein ganz toller Tag, der in Erinnerung bleiben wird. Fußball-Weltmeisterin Mia Künzer vertrat nicht nur die Initiative Kinder stark machen, sondern war auch in der Turnhalle aktiv dabei. Hier konnten die Kids sich selbst austesten, konnten toben und gemeinsam tanzen. Eine mitreißende Stimmung, die allen Beteiligten ein Lächeln auf die Lippen zauberte. Die abschließenden Worte überlassen wir gern Kerstin Holze, die Vorsitzende der Deutschen Turnerjugend, fasst alles perfekt zusammen. Lasst die Kinder Spaß haben, dann bewegen sie sich und dann lernen sie all das wesentlich einfacher und sie behalten sich vor allem, Sport macht Spaß und das ist das Allerwichtigste.